Hey, hast du Lust auf ein Bellicon Workout, weil du etwas Bewegung brauchst und dann deine Glückshormone so wieder richtig in Schwung kommen? Es geht dir bestimmt besser. Ich spür's jedes Mal. Also bleib dran und probier's aus. Ja, zuerst möchte ich mich mal für die vielen schönen Feedbacks zu unserem ersten kurzen Bellicon Workout bedanken. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann probier's aus. Und auch, dass euch die Musik gefallen hat, das freut mich natürlich doppelt. Ja, hier ein zweites Bellicon Workout, etwa in der gleichen Länge, einfach mal als Abwechslung mit etwas anderen Übungen. Ich hoffe, es macht dir Spaß und tut dir gut. Und falls du keines mehr unserer Videos verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke. Und jetzt ganz viel Freude mit dem nächsten Bellicon Workout. Stell dich auf den Bellicon, Füße hüftgelenksweit auseinander, Knie immer leicht gebeugt. Und denk dran, das Becken fällt etwas nach hinten unten, Herz erhoben, Schultern zurück, aufrechter Stand. Einatmen, Arme über den Kopf. Und ausatmen zur Seite runter. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Einatmen noch einmal, Arme über den Kopf, Hände verschränken und zum Himmel strecken. Dann in die Diagonale nach rechts, zurück zur Mitte und in die Diagonale nach links. Zurück zur Mitte und dann abwechslungsweise Äpfel pflücken. Streck dich richtig gut zum Himmel, abwechslungsweise. Und dann beide Arme hoch und komm in ein Kreisen mit beiden Armen. Überkreuze sie immer vor deinem Bauch und zwar abwechslungsweise. In diesen Rückwärtsdrehungen. Und dann wechseln wir die Seite, Vorwärtsdrehungen. Auch hier wieder überkreuzen, abwechslungsweise vor deinem Bauch. Und dann noch einmal rückwärts kreisen. Lockeres Schwingen. Und dann komm in einen Walking-Schritt, wo du nur die Ferse hebst. Die Zehen bleiben auf dem Tuch. Achte darauf, dass du beide Beine nie ganz durchstreckst. Und mach große Armbewegungen. Und dann Basic. Einschwingen, Füße bleiben an Ort, die Arme schwingen vor und zurück. Und so kommen wir in den Share-Schritt. Ich zeige es dir von der Seite, wie das ausschaut. Beine nie ganz durchgestreckt, leichte Vorlage. Und beweg die Arme großzügig. Atme. Und dann die Fersen hinten zum Po hoch, abwechslungsweise. Leichte Vorlage hilft. Und so nochmals die Arme über den Kopf mit dem Einatmen, Ausatmen nach unten. Dann stell dich so breit hin, dass die Füße auf dem Rand sind und kreise mit den Hüften den größtmöglichsten Radius einnehmen. Die eine und die andere Seite ein paar Mal. Und dann Füße zusammen, Hände auf die Kniescheiben und kreisen auch hier ein paar Mal in jede Richtung. Und dann geht's ein bisschen mehr Tempo für das Joggen. Mit flachen Füßen ins Tuch hineinstampfen. Beweg deine Arme wieder großzügig. Und atme gut aus, gerne durch den Mund. Dann den rechten Fuß vor, linker zurück. Arme großzügige Bewegung. Zurück zur Mitte und dann den linken Fuß vor. Rechter zurück und wieder zurück zur Mitte und gerade nochmals die erste Seite, rechter Fuß vor, zieh das Knie hoch, zu
zurück zur Mitte und linker Fuß vor. Sieh auch da das Knie so weit hoch, wie es für dich passt. Und wir kommen zum Harlekin. Bring die Knie zur Seite hoch. So hast du ein bisschen eine Außenrotation in deinem Hüftgelenk. Beweg die Arme mit und atme. Und wieder Füße parallel und komm in eine Stuhlposition mit den Armen, Sidestep. Immer beim Sidestep gehen die Arme runter und wieder rauf. Von der Seite schaut das so aus, gestreckter Rücken. Und dann die Arme seitlich. Schieb die Unterarme vor deinem Bauchnabel zusammen und wieder auf. Immer mit dem Sidestep gehen auch die Arme auf. Und schieb, als wärst du im Wasser. Kreier deinen eigenen Widerstand. Gut atmen. Und dann einatmen, Arme über Kopf, Hände verschränken, strecken. Und ausatmen, wieder auf die Seite runter. Etwas kreisen mit den Schultern. Gut, nun geht's weiter mit Basic. Arme vor und zurück, komm in dieses Schwingen und genieß es. Atme. Und dann joggen. Mit flachen Füßen stampf ins Trampolin rein, ins Pelikon und dann breit. Und schmal. Und breit. Und schmal. Und breit. Und schmal. Und breit. Und schmal. Breit. Und schmal. Und breit. Und zwar mit dem anderen Fuß voran. Und dann wieder beide Füße aufs Tuch. Wir sind hier beim Level 1. Arme hoch und runter. Und Level 2, Arme Mitte, hoch, Mitte, runter. Und das noch schnell. Und nächste Variation, noch zur Seite. Hoch, Seite, Mitte, runter. Und das schnell. Runter, hoch, Seite, Mitte, runter, hoch, Seite, Mitte, runter. Und dann komm hinten an den grauen Kreis, vorne breit, hinten schmal. Wie auf einer Uhr von 6 Uhr nach 10 und 2 Uhr oder andere Seite. Wähle eine der Armbewegungen, die jetzt gerade so passt. Level 1, 2 oder 3. Und dann in die andere Richtung. Zuerst die Füße etablieren und dann wieder eine Armbewegung dazu. Und mach ganz klare Armbewegungen. Und wieder in der Mitte joggen. Genieß die Dynamik. Und jetzt noch schnell. Schlussspurt und gemütlich wippen. Stell dich breit aufs Trampolin, Arme ausgestreckt, Finger gespreizt und weiter geht's mit Überkreuzungen. Immer mit der einen Hand zum gegenüberliegenden Knie, dazwischen wieder breit abstehen, immer wieder stabilisieren. Und wer etwas mehr geben will, noch mit dem Ellbogen zum Knie. Geh zur Innenseite des Knies, dann tust du dir nicht weh. Atme. Und nun zur Innenseite Fuß. Dann haben wir eine Rotation im Hüftgelenk. Ganz federn,
locker und genieß den Schwung. Nun zweimal zum einen Fuß und zweimal zum anderen Fuß. Und dann noch hinten. Vielleicht kannst du den Fuß berühren, vielleicht auch nicht. Es geht um die Überkreuzung. Super für unser Gehirn, für die Verbindung der Hirnhemisphären, all diese Überkreuzungen. Und dann vorne zum Fuß und hinten zum Fuß. Je einmal. Denk dran, immer wieder breit abzustehen. Und wer noch etwas mehr will, Schuhplattler, ohne dazwischen breit abzustehen. Und das ist dann schon Konditionstraining. Probier es aus. Ja. Und dann breiter Stand. Daumen nach unten und oben abwechslungsweise. Und jetzt spiegelverkehrt. Mach das auch mit der offenen Hand. Und ausatmen. Einatmen, Arme über Kopf und dann nochmals mit Ellbogen zum Knie, alternativ mit der Hand zum Knie. Und dann Innenseite Fuß und hinten zum Fuß. Das ist die Reihenfolge. Wir beginnen wieder vorne beim Knie, dann zum Fuß, dann hinten zum Fuß. Und wieder vorne Knie, vorne Fuß und hinten Fuß. Mach so weiter. Und gut ausatmen, einatmen, Arme über Kopf, ausatmen durch den Mund. Und einatmen, Arme über den Kopf und ausatmen durch den Mund. Genieß diese Atemzüge. Einatmen nochmals über den Kopf und ausatmen durch den Mund. Dann stell dich breit hin, mattenbreit, Knie nach außen in Zehenrichtung und halte die gegenüberliegenden Finger mit der einen Hand, zieh die Schultern zurück, zieh. Genau, auseinanderziehen. Und dann die Arme nach außen und abwechselnd die eine Ferse hoch, und die andere Ferse hoch. Etwas für die Wadenmuskulatur. Und jetzt nehmen wir noch die Arme dazu. Hände immer zu den Schultern, zum Brustkorb, bei jedem Fersen hin. Und jetzt beide Fersen miteinander. Ein kleiner Balanceakt included. Rauf und runter, rauf und runter. Und dann bleib noch oben. Super gemacht. Dann nimm die Ellbogen zur untersten Rippe und es geht weiter zum Schattenboxen. Schau, dass du eine gute Rotation hast. Lass die Faust nicht spicken, führ die Faust bewusst. Und hebe immer die gegenüberliegende Ferse ein bisschen, dass dein Knie nicht verdreht. Idealerweise 180 Grad Rotation. Und wieder zur Mitte und es geht weiter mit Jumping Jack. In diesem schnelleren Tempo kreuz die Arme vor dem Bauch. Halte die Knie gut gebeugt, um das Tempo zu halten und jetzt vorwärts, rückwärts. Es reicht, wenn es 10-20 cm sind. Schau, was möglich ist. Und wieder zurück zu Jumping Jack.
und wieder vor und zurück. Schwing die Arme großzügig. Das gibt den nötigen Schwung für vor und zurück. Und dann Arme einatmend über den Kopf und ausatmen. Das sind die Mini-Breaks. Und weiter geht's im Stuhl. Gestreckter Rücken, Arme vor und dann ausatmen. Rechter Arm zurück, linker Arm zurück, abwechselnd. Und mit einem langsamen Wippen in den Knien. Stell dir vor, du wärst im Wasser, schieb das Wasser nach hinten und nach vorne. Beide Arme hoch und zur Seite runter. Und nun geht's weiter im Einbeinstand. Zieh ein Knie hoch, streck das Bein nach vorne, spreiz die Zehen, Knie wieder hoch und abstehen. Arme entspannen. Einatmen, Arme hoch, Knie hoch, Fuß nach vorne, spreiz die Zehen, Knie wieder hoch und abstehen. Und weiter geht's mit dem Flugzeug. Ich zeig's von der Seite, Knie hoch und stoß mit dem Fuß nach hinten, als würdest du an eine imaginäre Wand stoßen. Knie wieder vorne hoch, bevor du abstehst. Anderes Bein, Knie hoch und stoß nach hinten. Das Standbein muss nicht gestreckt sein. Spreiz die Zehen und Finger. Einatmen, Knie wieder hoch und abstehen. Schultern nach hinten, unten kreisen. Das ist die Richtung, die wir begünstigen wollen. Und dann dehnen wir den Quadrizepsbein, Vorderseite. Entweder mit einer Hand zur Seite oder nach oben oder allenfalls mit beiden Händen an den Fußspann. Zieh die Ferse zum Gesäß hin. Zieh das Knie vorne hoch und abstehen. Ein anderer Fuß am Fußspann halten. Entweder den Arm nach oben zur Seite oder mit beiden Händen zum Fußspann. Dann hast du etwas mehr Kraft, um die Ferse hinzuziehen. Und wieder abstehen. Einatmen, Arme über Kopf. Verschränk die Hände und streck dich noch einmal. Ah, ein guter Ausatmen. Einatmen, Arme über den Kopf und wir kommen in eine Vorbeuge, um noch die Beinrückseite zu dehnen. Schultern etwas bewegen. Kopf hängen lassen. Fein Nein sagen. Und dann beug mal das rechte Knie, während du das linke Bein so fest streckst, wie du kannst. Beide Knie beugen und dann das andere Bein. Rechtes Bein gestreckt, linkes Bein gebeugt. Hüfte ist dabei schräg. Beide Knie wieder beugen und ausatmen, beide Beine so weit strecken, wie es für dich geht. Hände in die Hüften, Schultern zurück. Und mit offenem Herzen hoch. Wow, da sind deine Gelenke wieder so richtig auf die Rechnung gekommen. Noch einen schönen Ein- und Ausatmen. Das hat sich doch gelohnt, oder? Ja, ich bin sicher, du spürst den Effekt dieser Bellicon-Praxis und es hat dir gut getan. Und das Allerwichtigste, es hat dir auch Spaß bereitet. Falls du jetzt noch Lust zum Dehnen hast, dann eignet sich natürlich wunderbar unser Bellicon Cooldown. Eine 20-minütige Praxis, wo Yoga-Übungen noch hinzugefügt werden. Aber du brauchst nichts anderes als dein Bellicon. Das bringt dich in eine tiefe Ruhe und Entspannung. Ansonsten freue ich mich, dich an diesem Ort wiederzusehen und wünsche dir alles Gute. Bleib in Schwung. Tschüss!